Im ersten Teil der Lektion Barrierefreiheit einer Website prüfen ging es um einfache Barrierefreiheitstests, die alle durchführen können. Im Teil 2 dieser Lektion wird es schon ein wenig komplizierter. Es geht um Online-Formulare. Online-Kontaktformulare, Kartenkauf, Reservierungen, Anmeldungen, damit haben sicher viele schon Erfahrung gesammelt. Manchmal ist die Interaktion mit Formularen frustrierend. Anweisungen sind unklar und Fehlermeldungen sind nicht hilfreich. Damit die Dateneingabe für die NutzerInnen nicht zu einem frustrierenden Erlebnis wird, muss man einige Aspekte beachten. Jedes Formularfeld muss beschriftet sein. Die Beschriftung steht vor oder über Eingabefeldern und nach Checkboxen oder Radio-Buttons. Wenn ein bestimmtes Eingabeformat verlangt wird, wie zum Beispiel ein Datumsformat, sollte es auch dafür Hinweise geben. Platzhalter sind nicht ausreichend, um ein Eingabefeld zu beschriften. Sobald man in das Feld hineinklickt und beginnt, Daten einzugeben, verschwindet der Platzhalter. Kaum ist man kurz abgelenkt, ist unklar, welcher Wert eigentlich in das Feld gehört. Außerdem sind Platzhalter meistens zu wenig kontrastreich, um gut lesbar zu sein. Wenn die Schriftfarbe des Platzhalters aber dunkler ist, wirkt es so, als ob das Feld schon ausgefüllt ist. Dann wird es vielleicht übersehen. Hat das Formular Pflichtfelder, muss das ebenfalls deutlich markiert werden. Üblich ist ein Stern neben der Beschriftung. Die Bedeutung des Sterns muss auch am Beginn des Formulars erklärt werden. Manchmal vertippt man sich, vergisst ein Feld oder gibt einen ungültigen Wert ein. Wenn das passiert, müssen die Fehler an die BenutzerInnen vermittelt werden. Das falsch ausgefüllte Feld muss markiert werden. Diese Markierung soll nicht nur mit Farbe gemacht werden, weil nicht alle Menschen Farben gleich wahrnehmen. Man kann und soll Farbe verwenden, um Fehler zu markieren, aber es darf nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal sein. Ein X oder Haken neben dem Eingabefeld ergänzen die farbliche Markierung beispielsweise gut. Neben der visuellen Markierung soll es auch eine Fehlermeldung geben. Die Fehlermeldung beschreibt, welcher Fehler vorliegt und sagt, wenn möglich, wie man diesen Fehler korrigieren kann. Diese Fehlermeldung kann am Beginn des Formulars stehen oder direkt beim betreffenden Eingabefeld. Und das sind auch schon die wichtigsten Punkte, die bei der Erstellung von Online-Formularen beachtet werden müssen. Zur Wiederholung noch einmal zusammengefasst: Wichtig sind klare Beschriftungen der Eingabebereiche und klare Kennzeichnung von Fehlermeldungen.